So, hey Leute, willkommen zu einem neuen Video und heute zeige ich euch mal einen Fallschirm in Minecraft Vanilla. Viel Spaß! So, willkommen zurück und ich zeige euch jetzt mal, wie das Ganze funktioniert. Und zwar, ihr habt schon vorhin gesehen, da gibt es ein paar Reißleinen, beziehungsweise eine Karte, die ich Reißleine benannt habe. Und wenn ich jetzt mal diese Reißleine betätige, während ich hier im Sprung bin, weil ich hier gleich runterspringen werde von dieser kleinen Plattform hier, dann passiert sowas hier. Dann schwebe ich einfach ganz leicht und sachte, wie bei einem Fallschirm nach unten und bin irgendwann auf dem Boden. So, und wie das Ganze funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Und zwar haben wir jetzt erstmal einen Kreislauf, der mit diesem Clear-Kommando testet, ob ich überhaupt diese Karte aktiviert habe. Und wenn das der Fall ist, dann werden hier ein paar Kommandos ausgelöst. Zum einen erstmal dieses Summon-Kommando, das ist Chicken spawned. Also es wird ein Chicken gespawnt, das silent ist, also was keine Laute von sich gibt. Und was den Namen Fallschirm trägt, und das ist besonders wichtig später noch. Und zusätzlich werden hier noch Partikel gespawnt und im Anschluss dann noch die Sounds erzeugt und diese Schrift generiert. Und als nächstes haben wir diesen anderen Kreislauf. Und dieser, der am Ende von diesem ist eben dieses TP-Kommando, dieses TP von dem Spieler zu diesem Huhn. Also jeder Spieler wird eben zum Huhn teleportiert, der von dem Score Leine mindestens 1 hat. Und die Leine wird ausgelöst, wenn ich die Karte betätige. Und dann testet dieser Comparator, ob das, ob der Befehl hier ausgelöst wurde. Wenn das der Fall ist, dann wird dieser Redstone-Kreislauf durch diese Repeater ein bisschen verzögert, weil ich natürlich auch noch Zeit zum Runterschweben brauche. Und nach ungefähr so 10 Sekunden oder sowas ist das, wird das Ganze unterbrochen, indem das Chicken einfach gekillt wird und das Scoreboard wieder zurückgesetzt wird. Und das kann man wieder weglassen, so. Und dann eben ich noch Resistance kriege, weil wenn ich das Ganze in einem, im Game Mode 0 mache oder Game Mode 2, dann kriege ich auch noch trotzdem den Fallschaden, den ich normalerweise kriegen würde, wenn ich hier so runterspringe. Und so habe ich eben Resistenz, damit ich eben keinen Fallschaden mehr kriege. Und deswegen ist dieser Effektkommando hier. Und hier bei diesem extrem schnellen Kreislauf wird eben das Ganze noch, das eigentliche TP-Kommando ausgeführt, denn hier wird ganz schnell der Spieler eben zu dem Chicken teleportiert, sonst würde es nicht so flüssig ablaufen, sondern würde es nur so stockend sein wie dieser Kreislauf hier. Dieser Kreislauf ist praktisch nur da, dass dieser Comparator aktiviert wird. Aber dieser Comparator, der funktioniert nicht immer. Also es ist anscheinend noch ein Minecraft-Bug, dass das nicht immer funktioniert. Ich habe jetzt ein paar Mal die Welt neu starten müssen, um das Ganze fehlerfrei ausführen zu können. Und ist leider so, aber es funktioniert auch auf jeden Fall, wenn man die Welt ein paar Mal neu startet oder einmal neu startet und das nochmal probiert. Und was gibt es noch für Kommandos? Also es gibt hier auf jeden Fall noch ein Kommando, das den Hühnern, Moment, wo ist es? Wo ist es denn? Hier, den Hühnern einen Effekt gibt, und zwar den Unsichtbarkeitseffekt, hier Minecraft Doppelpunkt Invisibility, und zwar für eine Sekunde, und zwar ohne Partikel hier mit diesem True. Das bedeutet, dass eben diese Partikel nicht zu sehen sind, und das war es im Prinzip auch schon. Ihr könnt natürlich die Welt auch noch downloaden, aber ihr müsst natürlich an den Minecraft-Bug denken, der in den späteren Versionen hoffentlich gepatcht wird. Und dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich natürlich wie immer über ein Like freuen. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!